Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Realer Irrsinn hier im React mit dem Christian, dem Sebastian, dem Bram und mir, dem Peter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir schauen uns die neuesten drei Realer Irrsinn-Folgen an, die Extra 3 hochgeladen hat und beginnen mit Watergate in Marburg. Das ist ja schon eine Ansage, Watergate. Was war denn Watergate nochmal? Das war der Watergate-Skandal. Ja, wo die Journalisten quasi ausspioniert wurden von Richard Nixon. Aber ich glaube, hier geht es wirklich um Wasser. Ich glaube nicht. Durch Marburg fließt das sogenannte Wasserband. Boah. Eine Installation. So was habe ich mir überlegt, mal irgendwie einen Garten zu machen. Also nicht so in hell, also ja, so nicht so Treppe, hässlich. Ne? Aber so ein Bachlauf. Was soll das denn heißen? Das ist Marburgs Wasserband. Das ist 10 von 10 hässlich. Also, da haben wir schon schlimmere Sachen gesehen, würde ich sagen. Gar nicht. Wir hätten das falsch schon geplant. Das soll in der Architekten Architekten hoch, genau, das stimmt. Hochlaufen. Das ist runter, aber weißt du, die weißen Autos fahren berghoch, berg runter. Mm. Ja. Pass auf, das spiegelt in dem Wasser so krass, dass die Autofahrer geblendet werden und ständig Unfälle sind. Auch eine schöne Spielshow. Was ist der Irrsinn hier? Ja, geil. Stadt erfreuen soll. Wenig erfreulich ist allerdings eine Entdeckung, die Stadt Marburg rein zufällig gemacht hat. Hier sind Millionen Liter Wasser irgendwie verschwunden. Das ist uns aufgefallen Ende der Saison 2019, als wir dann die Zählerstände überprüft haben. Oh, beim Abstellen des Wassers vor dem Winter hat die Stadt festgestellt, in einem Jahr sind mal eben 20 Millionen Liter Wasser einfach so versickert. What? Bitte, ups, 35.000 Euro. What? Blöd gelaufen. Ist auch ein bisschen peinlich für das ökologisch ehrgeizige Marburg. Alles durchgerostet hier. Das steht in einem eklatanten Widerspruch zu unserem eigenen Anspruch, klimaneutrale Kommune zu werden. Und deswegen schauen wir auch mit Hochdruck, wo sich die Lecks befinden. Und das ist ganz schön aufwendig. Mit Kamerafahrten durch Wasserrohre, Sichtprüfungen im Rohrsystem, oh mein Gott, Druckprüfungen an den Pumpen. Puh. Hinzu wo ist kommt, das Loch? Das Wasserband verliert. Vor allen Dingen, wo, was ist das für ein Loch, wo mir ja, ich sagen, Liter Wasser. Das ist ja nicht nur ein kleines Loch, wo fließt 20. Ja. Wetten, gleich stellt sich fest, der fucking Zählerstand ist defekt. Ja. Nee, oder Wetten, es kommt Nachbarn raus, dass das alle Anwohner ihre Blumen damit gießen. Genau. Die kommen entweder mit Eimern und Gießkannen und machen das voll. Oder die kommen mit einem Eimer Wasser und schröpfen das einmal ab, genau. Ja. Das wäre ja witzig. Wenn aber 20 Millionen Liter. Ganz ja, muss das nochmal laufen. Immer schön nachts. Ja. Über die Verdunstung. Und zwar 500.000 Liter. Oh. Das ist eine halbe Million. Moment, wait, what? Zwar gehen Wege sehr viel Wasser über die Verdunstung. Und zwar über die Verdunstung? 500.000 Liter. Ja, klar. Das ist eine halbe Million. Guck dir die Fläche an. Ja. Und Sie sagen, das ist ökologisch wertvoll. Das ist klimatologisch wertvoll. Klimatologisch wertvoll? Warum nochmal? Gerade mit unseren Hitzesommern in den vergangenen Jahren ist es umso wichtiger, auch doch, für die Vulnerabilität, also für die menschliche Gesundheit, dass das Klima attraktiv ist. Das großzügig verdunstete Wasser kühlt nämlich das Klima. Und auch die Kinder spielen gern mit dem fließenden Wasser, also wenn es fließt. Nur Achtung, Kinderpopo vor dem fließenden Verkehr. Ist bisschen eng hier. Letztendlich ist sowieso irgendwie immer dreckig. Ich weiß auch nicht. Das war wohl nicht der ideale Bau. Ja gut, aber ein Abriss wäre jetzt auch nicht so ideal. Sollten wir diese Anlage abreißen, müssen wir auch die Fördergelder zumindest anteilig wieder zurückzahlen. Ja, aber das will ja keiner. Das will man ja nicht. Ja. Deshalb sind die Lecks wieder gestopft und die Stadt hat versprochen, den Wasserzähler jetzt öfter zu kontrollieren. Passt da jemand auf? Guten Tag. Interesting. Also die haben dann scheinbar Lecks gefunden. Ja, so ein bisschen. Ja, aber das fehlt ja komplett. Also, was ist denn da jetzt passiert? Was kommt dabei raus? So, hä? Also, ich hab gelernt, wir sollten alle Straßen in Berlin mit so einer Wasserstraße in der Mitte machen, damit da Wasser verdunsten kann, weil das klimatologisch wertvoll ist. Ja. Dadurch ich weiß nicht, ob das in Berlin so eine gute Idee ist. Naja, ist halt eine große Pissrinne.
Dann ist aber das physiologisch wertvoll. Also ja, das macht dann ein bisschen kühler, aber das macht auch schwüler. Das heißt, in diesen sowieso schon ultra schwülen Sommertagen, die wir bei uns haben, wird es noch schwüler. Das ist doch scheiße. Aber hat das wirklich so einen großen Einfluss auf die Wahrnehmung des Klimas in der Stadt, wenn da... Ja, ist ja Luftfeuchtigkeit. Ja, aber das ist doch aber nur so viel? Eine Straße in der ganzen Stadt. Ja, aber wenn da in der ganzen, also wenn in dieser Straße, wenn du durchläufst und das sich stickig anfühlt und schwitzi, dann ist auch scheiße. Was ich viel krasser finde, ist, dass wir so bei den Rekordsommern, die es immer gibt und Wasserknappheit und so denken, jo geil, das ist eine 500.000 Liter Wasser in die Luft ballern. das kommt ja irgendwo anders wertvoll. Wieder runter. Ja, genau, das ist der Regen. Halt nicht schmart. Das ist, weißt du, das Wasser von heute in der Wasserstraße ist der Regen von morgen. Ja, das kommt ja in Berlin wieder runter. Ja. Oder wo liegt Marburg? Ich weiß es nicht. Im Osten, glaube ich. Ja, also das ist ja jetzt, also geht mal wieder mussten irgendwie Fördergelder investiert werden und das, was da rausgekommen ist, ist scheiße. Ja, und damit du die Fördergelder aber nicht zurückzahlen musst du die Scheiße wieder teuer reparieren. Ja, richtig. Belastend. Hat sich gelohnt, die Rechnung. Gucken wir mal, was das nächste ist. Parken unter Carport verboten. Das klingt nach richtig schön baurecht. Bei Hans-Peter Zock passt alles perfekt. Sein Grundstück ist zwar nicht riesig, trotzdem hat er ausreichend Platz zum Parken. Da brauchst du ja auch. Schick. Ja, wir haben hier das 50 aktuell Jahre Vorschrift. Was ist Vorschrift? Stellfläche für Autos. Ah ja, ja, wenn du neu baust, ja. Mhm. Oder Tiefgarage bei Mehrfamilien. Ja, klar. Also entweder auch bei Arbeitswohnen. Brauchst du trotzdem für Besuch. Genau. Weil das, wenn ich das schaffe, vorne so einen Aufzug zu machen, der das Auto auf dem Dach abstellt? Das ist okay, auch. Ist ja auch eine Parkfläche. Du musst halt dem Bauamt nur verklickern. Okay. Also auch bei Mehrfamilienhäusern. Also auch... Auch wenn du jetzt so ein 10-Familien-Haus baust, musst du Parkfläche für jede einzelne Wohnung schaffen. Entweder Tiefgarage oder drumrum. Das ist ja mit Bürogebäuden genauso. Die brauchen ja auch mittlerweile eine gewisse Anzahl von Parkplätzen, wenn du irgendwie neu baust. Ja. Ja, der Typ, der da lacht häufig die Sonne, glaube ich. Wir gucken, ja wirklich, der ist hier nah, ist er dabei. Vor allen Dingen gedacht, naja, 50 Jahre lang geparkt. Das ist vielleicht ganz gut, wenn wir hier ein Dach reinstellen, damit die Autos gerade im Winter dann auch mal geschützt sind, wenn sie reingefahren werden. Praktisch so ein kleines Carport. Das Auto, das wir gekauft haben, ist 3,57 Meter lang. Das Carport hat eine Länge von 4,37 Meter. Das passt also ganz bequem darunter. Ja, bequem ist es. Aber verboten. Denn laut Stadt ist das Dach leider 63 Zentimeter zu kurz. Strafe fürs Falschparken 1.000 Euro. Was? Die Stadt schreibt... Wie kann denn ein Dach zu kurz sein? Das wird jetzt bestimmt erklärt. Also zu lang hätte ich ja gedacht, okay, das ragt 2 Zentimeter über den Bürgersteig. Ah, da steht er da. Das Carport ist 4,37 Meter, aber für Personenkraftfahrer muss es mindestens 5 Meter lang sein. Oh, das ist nur für Motorräder. Der hat einen Bauantrag dafür gemacht, für eine Errichtung des Carports für 2 Motorräder. Der hat das angemeldet für 2 Motorräder, nicht für ein Auto. Genehmigt ist das nur für die Motorräder. Ja. Tja, also auch ein kleines Auto, ne? Das sind die echten Probleme in Deutschland, die wir haben. Da steht auch, durch die Nutzung des Carports mit einem Personenkraftwagen wird der öffentliche Gehweg blockiert. Was heißt, die Stellfläche ist eigentlich auch gar nicht dafür gemacht, ein Auto dort abzustellen. Nee, pass auf. Nee, und das ist jetzt wahrscheinlich der Kicker. Das predikte ich jetzt vorweg. Wenn das Carport nicht da wäre, dürfte das Auto da stehen. Das wäre tatsächlich irrsinnig. Weil er sagte ja, das Auto steht da seit 35 Jahren auf der eigenen Parkfläche. Ja, das und stimmt. Dann kam das Carport. Das stimmt. Geparkt hat er das schon immer. Ja, okay. Die Genehmigung gilt aufgrund der Abmaße des Carports von 4,37 Meter lediglich für ihre Motorräder. Gemäß § 125 Absatz 1 Sonderbauverordnung muss ein Einstellplatz für einen Personenkraftwagen mindestens 5 Meter lang sein. Also, auch dieses kleine Auto darf eben nur unter einem Dach stehen, das mindestens 5 Meter lang ist. Blöd, dass das hier aber auch nicht geht. Dann würde das Dach nämlich bis auf den Gehweg reichen. Und das ist auch nicht erlaubt.
Das Absurde ist, ich darf hier nicht parken. 1000 Euro kostet das jedes Mal. Wenn ich das Dach abreiße, dann steht das Auto an derselben Stelle, dann kostet es nichts. Das ist erlaubt. Hä? Zum Dachschaden muss es zum Glück aber nicht kommen. Schließlich hat Herr Zock schon die Lösung gefunden. Jawohl! Er stellt sich daneben! Stückchen. Vorsicht, das Blümchen. Ja, noch ein bisschen und stopp! Wir sehen hier, dass das Auto auf meinem Grundstück steht. So darf es auch stehen, gar kein Problem. Problem für mich ist nur, ich komme jetzt nicht mehr ins Haus. Aber Sie können doch auch unter das Carport ziehen. Dann müssen Sie zwar draußen schlafen, aber immerhin mit einem Dach über dem Kopf. Jetzt ist das aber, ich meine, jetzt darf es ja nicht mehr stehen, weil das Dach da drüber ist. Und das ergibt für mich überhaupt gar keinen Sinn. Das verstehe ich nicht. Für mich ansonsten jetzt auch kannst nicht du einfach wirklich stehen. Das ist okay für dich, ja? Aber sobald der Dach drüber ist, ist das halt wieder ein Gebäude wahrscheinlich. Und dann dürfen da leider nur Motorräder stehen, weil ansonsten gefährdet ist der Gehweg. Das finde ich halt dann immer so eine Sache, wie viel Befugnis hat eigentlich so ein Mitarbeiter da? Ne? Also wie viel könnte der sagen, ja, das steht halt da in den Texten drin und nach Paragraph 425 oder was das war, muss halt auch so sein, aber ist ja Quatsch. Ja, aber stell dir vor, Christian, da kommt der Nachbar und sagt, der hat das auch, aber dann will ich das auch haben. Genau. Sobald der Nachbar sagt, hier musst du ja was tun. Sonst kannst du einfach weggucken. Das gibt's ja in Einzelfällen. Also auch wenn du baust, so Häuser sind ja nicht alle gleich hoch, die sind nicht alle gleich breit, weißt du so. Das ist ja so. Das kann passieren, dass dein Nachbar Sachen darf, wo die dann zu dir sagen, nö. Kann passieren, ja. Weil der so vor zwei Jahren beantragt hat und da war ein anderer Sachbearbeiter und der hat das dann gewürdigt. Ja, genau. Ja, oder ist die Frage, nach dem Motto, nur weil wir das bei dem haben falsch machen lassen, heißt das ja nicht, dass wir das bei ihnen auch machen lassen. Ja, ja, richtig. Ich meine, der kann ja nicht die Sonderbausatzung ändern, aber Auslegung vielleicht. Keine Ahnung. Ja, legt er dann die 4,37 Meter anders aus? Ja, nee, das ist auch unmöglich. Ja, geil. Ja, guten Tag. Dann war perfekt schon. Er kommt rein, er geht raus als Dutchess. Okay, jetzt gebe ich das Ticketwirrwarr bei Bahnreisen in Europa. Oh, aktuelles Thema, sehr gut. Wie komme ich jetzt nach Sylt, Leute? Ja, ja. Genau. Philipp Waldecker aus Düsseldorf ist überzeugter Klimaschützer. Und deshalb fliegt er nicht mehr. Gar nicht. Er fährt mit der Bahn und plant nun auch seine Urlaubsreise nach Split mit der Bahn. Wo? Das ist ja kein Problem. Mal kurz Düsseldorf Split eingeben. Ja, warte mal. Oh, es tut uns leid. Wir können die von Ihnen gewählte Kroatien. Verbindung... Ja, genau, Kroatien? Das ist Kroatien. Ah, Kroatien. Ach du Scheiße. Das ist aber auch maximal weit weg. Ja, maximal noch nicht. Ah, nee, aber doch nicht. Nee. Ja, okay, ist aber schon abgelegen, würde ich sagen. Wie lange mit dem Auto? Warte, mit dem Auto. Standort. Warte, er rödelt. Das war eine schwere Route. 14 Stunden. Oh, er ist ein Stück. Ja, du kannst einfach den Interrail passen. Ja, also ich würde fast sagen, das ist fast bis nach Griechenland. Als Alternative bieten wir Ihnen gerne den Interrail-Pass für das flexibelste Reiseerlebnis in Europa an. Das ist doch jetzt einfach die Lösung, weißt du, der klickt da jetzt drauf, kauft das, Folge vorbei. Ja. So geht das weiter jetzt. So funktioniert das. Online nicht verkaufen? Mist, warum kann ich denn jetzt kein Online-Ticket kaufen? Herr Waldecker ruft schnell die Hotline der Bahn an. Hallo und herzlich willkommen bei der Deutschen Bahn. Sie haben Ihre Reise noch vor sich oder sind gerade unterwegs? Dann sagen Sie... Kundenservice. Ja, das ist ja nichts Neues. Vielen Dank. Ihre voraussichtliche Wartezeit beträgt mehr als 30 Minuten. Okay. Herr Waldecker beschließt, doch persönlich im DB-Reisezentrum zu buchen. Dort allerdings... Im Reisezentrum hat man mir gesagt, ich soll ein Interrail-Ticket kaufen und da sind irgendwie nicht alle Reservierungen drin. Und das kostet auch noch 240 Euro. Zu teuer, findet er. Was kostet denn so ein Flug von Düsseldorf nach Split? Wait, bis nach Kroatien? Ja, finde ich jetzt aber auch nicht teuer. Also für die Bahn, ja, weil ich meine, die Info, dass gerade Billigflieger günstiger sind als ich auch sagen. Die Bahn... Ich ist ja jetzt nichts Neues. Ja, aber ich glaube, das ist unter anderem auch eines der Kernprobleme, dass die Bahn einfach nicht teurer sein darf als ein Flugzeug. Ja, aber, das geht ja nicht. Also du kannst ja nicht, ne, guck mal, wenn ihr jetzt schon 90 Euro, das kriegst du ja nicht hin. Warum nicht? Warum weil die Billigflieger ja auch nicht
Also das ist ja auch nie so aufgebaut, dass es komplett ist. Du musst ja dann immer noch gucken, wie ist das mit Gepäck? Das musst du noch dazu buchen. Wie ist das mit Handgepäck? Wie ist das mit Rückflug? Und, und. Also. Und dadurch, dass du ein Europa-Ticket hast, ist es ja, sind es ja mehrere Fluggesellschaften, über die du quasi die Bahn buchst. Also dieses Europa-Ticket gilt ja dann wahrscheinlich auch komplett in Europa, oder? Das mag sein, aber das ist trotzdem nicht vernünftig. Also dass das ausbaufähig ist, das ja. Man könnte das ja hinbekommen, bei der Bahn die Tickets günstig zu machen. Muss ja, halt aber die werden ja nicht wieder verstaatlicht werden. Genau, die werden ja teurer. Ja, wenn theoretisch. Und dadurch, so dass du durch Euro andere Ticket Länder fährst. Ja, man kann es ja subventionieren, theoretisch. Ja. Ja, für ein paar Monate, ne? Aber ja nicht durchgehend. Theoretisch? Theoretisch geht das. Zweifelig. Also in der Theorie, klar, Deutschland könnte ja sagen, wir geben das Geld dafür aus. Rein theoretisch. Ja. Haben wir vielleicht nicht. Das ist dann ein anderes Thema, wie ich meine, rein theoretisch wäre das ja. Können wir von der Bundeswehr abzweigen. Ja, genau. 100 Millionen Sondervermögen. Ne, 100 Milliarden. Milliarden. Peter. Milliarden, 100 Milliarden Peter. Sondervermögen. 100 Millionen sind ja gerade mal die Planungskosten für irgendeinen Berater. Ja. Weißt du, hier, so einen Beratervertrag würde ich auch annehmen, ne? Nutze. Wollen wir eine Beratungsfirma für die Bundeswehr? Machen. Wir machen, also wenn ihr Social Media Beratung braucht, gar kein Problem, 15 Millionen pro Monat sind wir dabei. Ja, genau. Dann machen wir, Jahresvertrag machen wir. Ja, direkt. Bucht uns, Bundeswehr. Mit 5 Jahre Bindung. Angebot gilt, ab Video für einen Monat. Ja. Können wir euch überlegen. Ab dann müsst ihr gar nicht mehr ankommen. 50 Euro. Er ruft gleich nochmal die DB Hotline an. Ja. Sie brauchen 3 einzelne Fahrkarten. Eine für Düsseldorf-München, eine für München-Zagreb und noch eine für Zagreb-Split. Das hat allerdings einen kleinen Nachteil. Wenn die Deutsche Bahn zum Beispiel in Zagreb zu spät ankommt und ich meinen Anschlusszug verpasse, muss ich mir eine neue Fahrkarte kaufen. Denn die kroatische Bahn interessiert es überhaupt nicht, dass die Deutsche Bahn zu spät gekommen ist. Okay. Und da ist noch ein kleines Problem. Der Zug Zagreb-Split ist reservierungspflichtig. Die Reservierung kann aber nur die kroatische Bahn ausstellen. Vor Ort oder vielleicht auch online, das weiß ich nicht. Ja gut, da muss ich aber ganz ehrlich sagen, ja, wenn du ins Ausland fährst, da kann die Bahn jetzt, finde ich, wirklich nichts für. Ja, ist auch nicht unbedingt hier, um mit dem Finger zeigen, den Schuldigen zu zeigen, sondern vielleicht zu sagen, ey, das wäre doch mal geiler, wenn das besser hinbekommen würden. Ja, aber gut, du fährst halt nach Kroatien. Ich weiß jetzt nicht, ob Kroatien gerade den Hauptaugenmerk auf den Ausbau des Services ihrer Bahn hat. Ich kenne mich mit Kroatien nicht aus, keine Ahnung. Also, aber darauf haben wir ja auch kein Hauptaugenmerk. Nee, aber wenn du, glaube ich, nach Italien fahren würdest, irgendwo nach Italien, wäre das, glaube ich, einfacher. Vielleicht, wer weiß. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Noch fliegen? Aber nee, will er ja nicht. Die Zugunternehmen können oft nur ihre eigenen Tickets verkaufen. Das heißt, die Deutsche Bahn kann keine italienischen Zugtickets verkaufen und die Italiener können keine kroatischen Bahntickets verkaufen. Das ist ziemlich bekloppt. Okay, Herr Waldecker bucht jetzt einzeln ein Ticket bei der Deutschen Bahn, eins bei der Österreichischen Bahn und eins bei der Kroatischen Bahn. Jetzt kostet die Reise nur noch 96,48 Euro. Ja, guck mal. Hoffen wir mal, dass alles klappt. Wenn man die Menschen vom Fliegen abhalten will, dann darf doch eine Zugbuchung nicht so kompliziert sein und 6 Stunden dauern, oder? Sie wollen umweltfreundlich ins europäische Ausland mit der Bahn? Kein Problem. Nehmen Sie sich eine Woche Urlaub, um ihre Tickets zu buchen. Hey, wenn der Dude direkt von Anfang an einfach die 3 Seiten aufgerufen hätte, ja, dann wäre das Ding ja in 5 Minuten erledigt gewesen. Ja, das ja, ist aber trotzdem, aber ich verstehe trotzdem, das hat nicht freundlich. Ja, grundsätzlich haben die ja recht, ne? Wäre cooler, wenn halt du bei der Bahn auch das Anschlussticket irgendwie, wenn die das auch verkaufen könnten irgendwie. Aber wahrscheinlich geht das systemseitig nicht und das wird noch 100 Jahre dauern, bis das soweit ist. Aber oder wenn ein Interrail-Ticket auch einfach dann 96 Euro am Ende gekostet hätte. Aber wahrscheinlich ist das Interrail-Ticket, du kannst einfach Flatrate fahren von London nach, keine Ahnung wo. Ja, okay, und hast auch aber den Zug mit dabei. Aber das heißt im Umkehrschluss ja, dass die Deutsche Bahn ja sehr wohl ein Ticket für die anderen Bahnen verkaufen kann. Die haben irgendeine Anschlussstelle, weil in dem anderen Zug in Kroatien muss das Interrail-Ticket ja gelten. Nee, Interrail-Ticket ist wahrscheinlich von der EU so ein Flatrate-Ticket. Das kannst du in jedem Land kaufen. Das ist wie die Bahncard 100 für einen Tag in ganz Europa. Hör mal, Interrail ist scheinbar auch was Eigenes. Das ist nicht das Deutsche Bahn-Interrail-Ticket, sondern Interrail ist was Eigenes.
Ja, ist interrail.eu. Also wahrscheinlich hat Sepp das schon recht, dass das irgendwas EU-mäßiges ist. Also ich könnte jetzt buchen. Ein Interrail-Ticket? Düsseldorf nach 250 Euro. München, München-Salzburg, Salzburg-Zagreb. Kostet mich 113 Euro. Kannst du alles über DB buchen? Oder? Was hat denn jetzt? Jetzt sind Interrail wir hier richtig, kannst du buchen, oder nicht? Jetzt sind wir hier richtig am Aufdecken. Bei, ich bin bei Bahn.de. Ich will einfach nur nach Zagreb. Wie ein fucking Split. Aber von Zagreb nach Split kann er jetzt nicht so der absolute Obershit. Ich wollte gerade sagen, kannst du da auch noch an einen Automaten gehen. Ja, aber ich kann auch einfach nach Split fahren. Bitte geben Sie das korrekte Alter der Reisenden ein. Oh, ja, gut. Man kann das jetzt doch einfach bei Bahn buchen? Weiß ich, und ich bin auch noch erste Klasse, ne? Also. Okay, nach Split, von Düsseldorf nach Split sagt er mir 30 Stunden, 5 umsteigen. Ja, ich bin bei 2 umstiegen geblieben. Also dieses 6-mal umsteigen habe ich auch gesehen. Das fand ich ein bisschen sehr krass. Ah ne, da, jetzt. Ja, jetzt, wir können nur das Interrail-Ticket anbieten. Ah, kommt zu einem späteren Punkt, okay. Ja. Dachte gerade schon. Na, schade. Okay. Hat sich wohl noch nichts getan bei der Bahn. Nee. Ja, nee, also stimme ich zu. Wäre natürlich geil, wenn man EU-weit da eine normalisierte oder genormte Variante hätte, abgesehen von dem Interrail-Ticket, was halt sehr teuer ist. Aber ich verstehe auch, wieso das länderübergreifend bisher noch nicht passiert ist. Ja. Aber ist nervig. Fliegen ist simpler und das zackt und günstiger. Aber warte mal, wenn ich einen Roadtrip mache, irgendwie in Amerika, muss ich mir auch unterschiedliche Sachen zurecht buchen, ne? Also, ja, aber wäre halt geiler, wenn das alles einfacher wäre. Wäre immer geiler, wenn es einfacher wäre, aber. Ja, aber bei Fliegen ist das ja so einfach. Ja, genau. Ja, aber du kannst jetzt nicht eine Sache rausnehmen, weißt du, du hast halt Glück, dass der eine Flieger genau dahin fliegt. So. Nee, wenn du zwei Dörfer weiter fliegen hin möchtest, dann musst du da ja auch einen Bus-Shuttle holen, einen Mietwagen holen, da musst du dich ja dann auch drum kümmern. Nee, aber das ist so nicht richtig, Sebastian. Als ich von. Das ist schon einfacher. Du kannst über Expedia zum Beispiel einfach sagen, ich fliege von Berlin nach, keine Ahnung, wohin und inklusive Mietwagen und alles. Der fragt mich sogar, dann möchte ich sofort einen Mietwagen haben, möchte ich sofort ein Hotel haben und so weiter. Das macht diese Seite der Bahn nicht. Das ist richtig. Aber so. Ja, möchten Sie einen Bustransfer haben und so weiter. Das gibt alles in einem Paket für Fliegen. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Wer hat mal vielleicht eine Idee? Das war auf jeden Fall wieder realer Irrsinn. 3 Folgen. Vielen lieben Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt. Bin ich mal gespannt auf die Kommentare, was ihr so zu diesen 3 Folgen denkt und was eure Meinung dazu ist. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Tschüss.